Ein herzliches Hallo von mir an euch zu einer neuen Folge Dead by Daylight. Ich weiß irgendwie nicht warum, aber es ist seit die Schrottplatz-Maps überarbeitet wurden, habe ich das Gefühl, bekommt man überproportional oft diese Schrottplatz-Maps. Weiß nicht so richtig. Ich habe gerade kurz den Oni gehört. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Mia rennt immer noch rum. Kommt jetzt aber mit hierher. Gut. Abwarten, was wir für einen Killer bekommen. Ein Clown. Wir haben einen Clown. Okay. Es sei denn... Oder wir haben... Nee, es sollte ein Clown sein. Oder wir haben einen Killer mit eiserne Jungfrau, wollte ich gerade sagen. Da schreien dann auch teilweise die Survivor random für meine Augen rum, wenn sie aus dem Schrank gehen. Aber er hat jetzt schon zweimal aufgeschrien. Ich glaube, das ist ein Clown, der seine Fläschchen wirft. Jawohl. Ein Clown. Wenn das Video online geht, dauert es gar nicht mehr lange, dann ist der Clown überarbeitet. Clown hat dann zusätzlich zu seinen rosanen Tonika noch goldene Tonika und im Gegenzug zu den rosanen Wölkchen, die dich ja verlangsamen, machen dich die goldenen Wölkchen schneller. Ich bin ganz gespannt, ehrlich gesagt. Ich muss dann definitiv auch wieder ein bisschen Clown spielen. Weil es wird nicht nur der Killer schneller durch die goldenen Wölkchen, sondern halt auch die Survivor. Das heißt, du musst das als Clown schon gezielt einsetzen, dass es für dich ein Vorteil ist. Sonst nützt es dir halt einfach nichts, wenn der Killer schneller wird, aber der Survivor auch. Also, dann hat sie es halt wieder ausgeglichen. Wir machen gerade alle Gens auf der einen Seite. Es war aber jetzt nicht die zweigeteilte Map, oder? Weil sonst wäre es ganz ungünstig. Dann haben wir nämlich alle auf der Seite gemacht. Egal. Wir ziehen jetzt hier durch. Wir haben jetzt eh angefangen. Näher ist ja woanders. Vielleicht hat die ein bisschen mitgedacht. Und hat einen Generator in einer anderen Ecke angefangen. Dass wir uns hier nicht in irgendeine ungünstige Situation bringen. Ich glaube, Quentin geht schon mal retten. Das ist nicht die zweigeteilte Map. Das ist die Werkstatt-App. Übrigens recht klein finde. Er hat mich gesehen. Versuche ich ihn wegzuziehen. So richtig weg geht er nicht. Ich glaube, wir müssen hier mit Nöd rechnen. Geht er schon wieder auf den gleichen? Das klang so, oder? Sollten wir mit hingehen und helfen? Ah. Leid, Gruppe. Lauf. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. So. Jetzt bin ich zwar das nächste Opfer. Nein, er geht wieder auf ihn. Ich lasse mich mal heilen. Ich habe heute nämlich keine Selbstfürsorge mit. Ich habe Apotheke dafür mit. Das heißt, ich würde aus der ersten Kiste, die ich öffne, definitiv ein Medikit ziehen. Ich dachte mir, ich probiere mal was anderes. Aber es ist halt immer noch besser, wenn ich irgendwie ein Mate finde. Vielleicht sollte ich mir aber fürs Endgame Medikit besorgen. Ich weiß auch nicht, warum der Killer nur auf den einen geht. Was hat er ihm getan? Er ist nicht mal die Obsession. Okay,
Vielleicht finden wir da noch eine Kiste. Quentin geht los. Ich sollte das hier auch schaffen, egal wo er ihn jetzt aufhängt. So schnell sollte er nicht bei mir sein. Ich weiß nicht, wo Nea hingegangen ist. Vielleicht ist sie schon Richtung Ausgang. Da drüben ist ein Ausgang. Und da... Okay, die sind auf gegenüberliegenden Seiten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Er rennt halt am Keller rum jetzt. Ich hab's noch gesagt. Okay, wir müssen es Nötotem finden. Sonst ganz schlechte Chancen. Und er geht wieder auf ihn. Der Axt. Das heißt, mir hilft doch jetzt ein Medikit nichts. Ich habe die Luke gefunden. Oh oh. Das ist an mir. Ich hoffe, dass das nötig ist, ehrlich gesagt. Müssen halt alle noch hängen können. Ich habe Geline Zeit, aber es nützt mir nichts, wenn er mir hier im Nacken sitzt. Gar nichts, wenn er mir sitzt. Was mach ich? So, auf, du kriegst geliehene Zeit drauf. Aus. Ah. Geh zum Ausgang. Wenn wir die Ausgänge jetzt nicht aufmachen. Ich muss es versuchen. Ich weiß nicht, ob Quentin sich irgendwie heilen kann. Ich muss hier erstmal aufmachen. Dann kann ich retten. Er ist da drüben. Uff! Ich habe gedacht, ich schaff's noch. Wie doof war ich denn? Aber jetzt kann Quentin retten gehen. Er muss retten gehen. Er hat sich geheilt. Oh, da drüben, der Ausgang ist auch angefangen. Oh, jetzt kann er sich halt zwischen uns stellen. Oh, ich hab's vermasselt. Ich dachte, ich schaff's noch. Ich wollte unbedingt aufmachen. Quentin, es wäre halt auch besser gewesen, hätte es erstmal kurz aufgemacht da hinten. Oh Mann! Es wäre so gut gewesen. Oh. Ich wollte gerade sagen, warum bin ich jetzt tot? Aber Quentin ist rausgegangen. Dann ist gestorben. Natürlich. Oh, es wäre so gut gewesen, wenn ich jetzt hätte runterspringen können und ich habe die Runde vermasselt. Ich war so doof. Hätte ich mich dort nicht wegziehen lassen. Ich war so doof. Es tut mir so leid, Leute. Wirklich. Ich bin schuld. Es ist mir ein bisschen unangenehm. Aber gut. Nächste Runde wird besser. Ich hoffe es zumindest. Ich verabschiede mich aus dieser Runde. Ich werde nicht geflamed. Das ist schon mal sehr nett.
Und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wir sehen uns in der nächsten Folge Dead by Daylight, wenn ihr möchtet. Macht's gut. Bis die Tage.